So, herzlich willkommen. Nächste Folge von Gabriel Knight. Ne? Und zwar der zweite Teil von Gabriel Knight. Und wir gucken mal, nachdem wir letztes Mal hier auf diesem Huberhof dann ja aufgehört hatten, möchte ich heute einfach mal zu dem Rechtsanwalt, der ja auch irgendwo ein Schreiben da im Haus hier liegen hatte, beziehungsweise das Schreiben, was wir gefunden haben. Da müssten wir mal gucken, wo wir denn da gleich hin müssen. Das ist Gabriel Nard. Ach so, okay. Das ist das von der Grace. Das Schreiben. Noch mal kurz gucken, wo war denn jetzt der Rechtsanwalt? Übergrauhöffen, Barbara am Marienplatz. Okay, also ab ins Ich hatte auf Auto. einen Mercedes gehofft. Na ja, toll. Jetzt müssen wir hier wieder den Schlüssel nehmen, anklicksen und dann zum Marienplatz düsen. Jetzt müsste eigentlich wieder die Karte kommen. Dann hören wir mal, was der Anwalt so zu erzählen hat. Vielleicht werden wir da ja ein bisschen schlauer. Marienplatz, Marienplatz, da ist er ja. Da. So, jetzt haben wir diese kleine musikalische Einlage. Okay, nach da geht's weiter. Nach da auch. Ich gehe mal nach links. Mal gucken. Ah ja, ich glaube, hier war das. Hier irgendwie rein. Da ist dieser Metzger. Leberkäse. Und was haben wir denn hier mit Schinken? Gibt es noch? Und ich meine, hier wäre der Anwalt. So, da haben wir doch schon so Schildchen. Mal gucken, ob er uns was sagt. Ah, da sind sie ja. Okay. Hä, was war das denn jetzt? Die, der vorbeigeht und lächelt? Hey, was eine Föhnwelle hier. Ja. Herr Knight ist hier, um Sie zu sehen. Herr Knight? Ach ja. Ja, schicken Sie doch herein. Mr. Knight. Gut, dass ich Sie endlich kennenlerne. Freut mich ausgesprochen. Bitte, kommen Sie doch herein, nehmen Sie Platz. Herr Übergrau. Mann, Sie sind ja noch feucht in den Ohren. Wie bitte? Oh, mein Alter. Wissen Sie, ich hoffe, Sie sind nicht allzu enttäuscht. Oh, ich? Nein. Ich hatte einfach noch nie einen Familienanwalt. Ich habe jemanden wie Liebling Kreuzberg erwartet. Sie wollen also endlich die Stadt München besuchen, ja? Ja, ich mache ein paar Recherchen. Tja, sagen Sie mir, wie ich Ihnen helfen kann. Meine Sekretärin und ich stehen zu Ihrer Verfügung. Danke. Ich glaube, das Outfit der Sekretärin würde heute auch nicht mehr durchgehen und seine Frisur da von dem Anwalt ebenso wenig. Ja, ganz lustig, dass hier noch so ein Verweis ist irgendwie auf was? Liebling Kreuzberg, ich glaube, das wurde gespielt von Manfred Krug, ne? Naja, da sehen wir schon so ein bisschen, aus welcher Zeit dieses Spielchen stammt. Aber schauen wir mal, was wir hier so haben. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt einfach nur anklicken muss, um da so ein paar Gesprächsoptionen zu bekommen. Schauen wir mal. Okay, fangen wir mal an. Ich vermute, das ist Ihr Name auf dem Schild. Wie bitte? Übergrau, Höffen und Schnell. Ach, eigentlich nicht. Es ist die Kanzlei meines Großvaters. Ich bin nur der Juniorpartner. Oh, Herr Knight, die Tatsache, dass ich für Ihre Familie arbeite, soll keine Beleidigung sein. Ich bekam die Aufgabe, weil ich Jura in Harvard studiert habe, wissen Sie. Wissen Sie, es ist mir egal, ob Sie der Juniorpartner oder der Bote sind. Bin froh, dass sich überhaupt jemand um den Papierkram kümmert. Also,
Ich versichere Ihnen, unsere Kanzlei hat den größten Respekt. Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht. Vielen Dank. Ja, so richtig nett ist der Gabriel nicht. Was er da vorhin sagt, diese sind ja noch feucht hinter den Ohren, war auch nicht gerade freundlich. Aber gut, vielleicht finden die beiden sich ja noch. Gibt's was Spezielles über München zu wissen? Nein, Sie sollten keine Probleme haben. Sie haben hier schon etwas Deutsch gelernt, nicht wahr? Sie sind doch schon fast ein ganzes Jahr hier. Nein. Ich meine, ja, es war schon fast ein Jahr. Aber mit dem Lesen und dem Rechtschreiben habe ich es nicht so. Ach, egal. Die meisten Deutschen sprechen ein bisschen Englisch. Wenn Sie etwas übersetzt haben wollen, bringen Sie es zu mir. So, das Ritteranwesen. Was gibt's denn zu dem Bunker zu sagen hier? Sie haben geschrieben, dass die Eintragung mit dem Ritterbesitz geklappt hat? Oh ja, es war nicht ganz einfach nachzuweisen, dass Sie der legitime Erbe sind. Das ist jetzt alles geregelt. Ich muss Ihnen sagen, wir haben angefangen, uns ernste Sorgen um den Besitz der Ritterfamilie zu machen. Nun, tja, wir hatten das Prinzip, mein Großvater führt es ein, dass wir wichtigen alten Klienten die Gebühren gestundet haben. Dummerweise ist die Regierung nicht so großzügig. Es war wie ein Wunder, als Sie auftauchten, Mr. Knight. Verlorener Sohn rettet Besitz. Immer ein bisschen komisch, wenn das so abrupt endet. Verstümmelte Leichen. Ja, komm, jetzt geht's aber ins Volle hier. Wissen Sie was über die verstümmelten Leichen? Die verstümmelten Leichen? Also nein. Oh mein Gott, Herr Knight, ist es das, was Sie hier untersuchen? Ich habe Ihr letztes Buch gelesen, wissen Sie? Wirklich? Das ist wirklich mehr als die Pflicht verlangt. Nein, überhaupt nicht. Ich liebe Detektivromane. Philip Marlowe, all das. Die Voodoo-Morde, die basierten doch auf einem wirklichen Fall, nicht wahr? Entfernt. Sie wissen also nichts von den verstümmelten Leichen? Ja, nur dass die vermissten Zoowölfe auf dem Land Menschen angefallen und teilweise gefressen haben. Wenn Sie diesen Fall untersuchen, Herr Knight, wäre es mir eine große Freude, Ihnen zu helfen. Es ist aufregend, nicht wahr? Sie haben doch nicht vor, sich zu nah an die echten Wölfe zu begeben, hoffe ich. Nein, lieber nicht. Danke für das Angebot. Vielleicht komme ich drauf zurück. Mhm. Ach so, die Haare. Jetzt, na gut, den Anwalt jetzt auf die Haare da anzusprechen, ist vielleicht ein bisschen komisch. Weiß ich auch nicht warum, aber gut, sie bieten es uns ja an. Kennen Sie einen, der sich mit Zoologie auskennt? Zoologie? Wegen Ihrer Nachforschungen? Richtig. Lassen Sie mich mal nachdenken. Ich habe einen Klienten, der Professor an der Uni ist. Vielleicht kann der... Ich werde es mal prüfen. Ja, Herrn Dr. Speigal, bitte. Nur einen Moment. Herr Dr. Speiger? Ja, wie geht's Ihnen? Ich bin's, Übergrau. Ich bräuchte den Namen eines Experten in Zoologie. Oh. Das könnte funktionieren. Ja. Ja, sehr gut. Recht herzlichen Dank. Ihnen auch. Auf Wiedersehen. So. Gut, in der biologischen Fakultät gibt es ein Labor, wo man uns vielleicht helfen kann. Sagen Sie dort einfach, dass Sie von Dr. Speigal kommen. Spitzenmäßig, danke. Toll, mal so eben Vitamin B und Scheiß auf Schweigepflicht oder sowas. Spannend, spannend. So, was können wir denn jetzt noch machen? Können wir noch weiter mit dem reden? Ich habe im Augenblick nichts mehr zu sagen. Okay, dann gehen wir wahrscheinlich raus. Irgendwie was angucken können wir hier groß nicht, ne? Nee. Eine Kaffeetasse, das gehört mir zu ihm. Ich glaube, jetzt können wir hier rausgehen. Das bin ich, Gabriel Knight. Ja, das weiß ich. So, vielleicht können wir die Sekretärin noch anquatschen. Ich glaube, ich mache mich auf die Socken. Also, genießen Sie den Aufenthalt. Nö, können wir nicht mitreden.
Und das hier, die Metzger-Tante. Hackfleisch, jawohl. Und alles in D-Mark, so sieht's aus. So, was gibt's denn Gutes? Was? Die Weißwurst ist sehr gut. Und zwei Würst. Ich überleg's mir noch. Können wir damit nicht Wölfchen füttern oder so? Aber Geld? Ja, natürlich nicht, ne? Ja, können wir noch blättern? Was ist denn das so? Ja, keine Ahnung. Gehen wir erstmal weiter. Gehen wir mal wieder zurück. Okay, hier war die Station. Nein. Ach, da will ich jetzt mal. Gehen wir mal zur anderen Seite. Schauen wir mal, was wir kriegen. 35 Punkte haben wir schon. Ha! Hervorragend. Was ist das denn hier? Das sieht aus wie... Weiß auch nicht. Was ist denn das? Ein Uhrenladen oder so? Sind das Uhren oder Bücher oder... Was ist das? Schweizer und deutsche Uhren. Okay. Na gut, das hilft mir gerade nicht. Ja, mal weiter. Was ist das hier? Neues Rathaus. Rathaus. Aha. In Rittersberg haben wir auch eins. Ich glaube nicht, dass man da rein muss, oder? Könnte meinen, sie beobachtet mich. Tja, so sieht's aus. Und das ist ein Glockenspiel. Das müsste das berühmte Münchner Glockenspiel sein. Na dann. Das müsste das berühmte... Gut, mehr sagte uns da auch nicht. Wir müssen... Wir haben da noch eine Aufgabe gehabt letztes Mal. Wir müssen, glaube ich, zur Post. Post, weil wir den Brief an Grace abschicken müssen, ne? Ist der das hier nicht? Umschlag Nummer 1 von Gabriel an Grace. So, das müssen wir noch zur Post bringen. Mal gucken. Was ist das hier? Das sieht jetzt aber aus wie ein Buchladen, ne? Ein Haufen Nietzsche und Kant. Ja. Ich verstehe das Zeug ja nicht mal, wenn ich es auf Englisch lese. Okay. Wir jetzt auch nicht. Interessiert mich, was ist das hier? Kommt hier noch eine Post? Ist keine Post, ne? Was war denn hier? So Stühle bei einem Café. Was ist das? Weiter geht's. Okay. Es geht hier irgendwie weiter. Ich würde es ja sofort versuchen, aber ich spreche die Sprache nicht. Außerdem spricht kein Deutscher Englisch, glaube ich. Naja, so wird das sein. Dienerstraße. Gut, gucken wir uns das an. Hier ist nichts. Man kann hier, was war das? Straßenseite wechseln oder so. Ah, da ist eine Post. Guck an. So, wie mache ich das denn jetzt? Einen Brief nehmen und hier Post klicken oder so? Ja, sieht so aus. Ich sollte besser den Brief an Gracie abschicken. Schön, das haben wir gemacht, haben wir auch wieder einen Punkt für gekriegt. So, vielleicht soll ich hier zwischendurch mal speichern. Da, okay. Und noch weiter da müssen wir eigentlich nicht, ne? Okay, was gibt's denn hier noch? Das bin wieder ich. Hier ist nix. Doch, was ist das da? Häuser. Hier ist sogar die Mülleimer sind hier sauber. Ja, da guckst du mal. Mensch. Ich glaube, wir können...
glaube, wir können zurückfahren. Hier war irgendwie nichts. So, hier muss es runtergehen, oder? Zur Bahnstation. Wir können ja mal gucken, ob wir irgendwie bei der Polizei was erreichen. Wir hatten ja noch in dem Zeitungsartikel gesehen, dass so ein Polizeikommissar Leber, Kleber, irgendwie sowas. Jedoch sich drum kümmert. Ich meine, okay, das ist die Universität. Beim Prinzregentenplatz ist die Polizei. Das stand ja da drin. Ja? Jo? Wollen Sie was von mir? Kann ich Ihnen was helfen? Nee. Guten Tag. Sind Sie hier der Chef von das Ganze? Nein, der bin ich leider nicht. Ja, das war schön. Also, was wollen Sie denn von mir? Na, super. Leber? Ah, Leber heißt er, okay. Kriminalkommissar Leber? Ist der hier? Kommissar Leber? Und was wollen Sie von dem, wenn ich fragen darf? Ist der schwerhörig oder was? Wer? Sie sind? Was? Ich? Oh, ja. Ich? Richtig. Na, endlich. Oh Gott, ist das einfach nur grottenschlecht, oder? Keine Autor. Ahnung. Verstehen Sie? Bücher. Das bin ich. Bücher. Ich. Ja. Kommissar Leber, bitte. Sie, da möchte ich noch einen Bierer verkaufen. Tut mir leid, unser Kommissar Leber lässt einen ausrichten, er hat schon ein Buch. Und ein anderes braucht er nicht. Nein! Der hat nämlich einen Haffer zum Tor. Er ist zu beschäftigt. Auf Wiedersehen! Sie brauchen einen bloß umdrehen, da hinten ist die Tür. Richtig, danke. Tja, Bücher lesen sowas. Hervorragend. Sehr cool. So. Jetzt fahren wir mal wieder zurück nach Lochem. Da habe ich vor, was zu basteln. Und bin mal sehr gespannt, ob das alles so klappt. So, bevor es anfängt zu regnen, gehen wir mal rein hier, ne? So, jetzt probieren wir hier unten mal diese Kassettenfunktion aus. Da müssen wir mal gucken, was es hier so gab. Wen haben wir denn? Thomas, Übergrau, Klingmann. Das ist also alles aufgenommen worden, die Gespräche. Und jetzt müsste ich eigentlich gucken, der Klingmann war ja der Chef im Zoo, dass ich mir da was zusammenbastel für den Thomas. Ne? So, das hier lade ich dann, glaube ich, in das Deck A rein hier, dieses Kassettendeck. Und irgendeine leere Kassette muss ich, glaube ich, nehmen, um mir was zu basteln. Die sind ja alle leer. Lade ich da rein. Und dann muss ich gucken, dass ich, glaube ich, hier nicht abspiele, sondern das Montage mache. Ich meine, so ging das. Oh je, jetzt gibt es sogar einen Tipp. Ne? Noch alte Schreibweise mit einem P. Gucken wir mal. Analoge Referenz. Was muss ich denn jetzt machen hier? Ich muss das irgendwie zurecht schnippeln. Ich höre genügt. Möchte ich amerikanischer Titel. Geht's weiter? Thomas. Herr Doktor Klingmann. Vielleicht. Wann ist das noch hier? Was mit Mr. Knight muss auch auftauchen, ne? Ich höre Amerikaner keinen Titel, aber nehmen wir den Klingmann. Ich will doch, will mir was basteln, dass ich die Wölfe sehe, was er mir ja verboten hat. Was haben wir denn noch? Zeigen, da haben wir ja mal sowas, ne?
zeigen Sie Mr. Knight oder sowas. Gibt es hier? Zeigen Sie Mr. Knight. Wo ist denn hier vielleicht Mr. Knight? München, unwahrscheinlich. Ah, hier, da war doch Mr. Knight. Da stand das doch. Zeigen Sie Mr. Knight. Jetzt brauche ich noch irgendwie Wölfe, ne? Unsere Wölfe, die Wölfe. Die Wölfe haben wir da. Hier gibt es unsere Wölfe. So, wenn ich das kopiere, Thomas, Herr Dr. Klingmann hier, zeigen Sie Mr. Knight unsere Wölfe. Thomas, Herr Dr. Klingmann hier, zeigen Sie Mr. Knight unsere Wölfe. Ja. Ja. Dann müsste ich. Tja, wie mache ich das denn jetzt? Nehme ich das wieder raus? Das nehme ich wieder. Ich habe schon ein Band in Laufwerk A. Okay. Es ist schon ein leeres Band in Laufwerk B. Spielen. Wölfe. Ich habe mit einem Ihrer Angestellten, was für Wolfsforschung betrifft, ich sehe, Sie sind besonders an Wölfen. Sie sind also der Leiter der Säugetierabteilung des Zoos. Ja. Was für eine Ausbildung brauchen Sie dafür, Doc? Ich verstehe, dass Amerikaner Titel nicht mögen. Na. Was habe ich denn jetzt hier? Hat das alles nicht funktioniert? Zuerst muss das Band da rein. Okay. Muss ich das? Ich mach das einfach nochmal. Ich gucke mal oder so, ob ich hier irgendwas falsch gemacht habe. Okay, also ich habe jetzt gefunden, dass ich im Inventar hier eine Kassette habe. Das scheint also irgendwie zu funktionieren. Ne, dieses hier, Kassette mit Klingmann-Montage, dann gehen wir mal zum Zoo und gucken, was uns da noch so passiert. Und vielleicht können wir ja da ein bisschen weiterkommen. Wollen wir mal gucken. Wie gesagt, wenn wir so eine halbe Stunde rum haben, werde ich dann hinterher irgendwie immer Schluss machen. Das sollen dann immer so 30-minütige Folgen werden hier. Ich denke, das reicht dann meistens auch. Das war dann eine schöne, nette Folgen haben, die, ja, wo man dann auch mal die Zeit findet, sich das anzugucken. So, das war ja ein Tag Kirchen. Gehen wir hier zur Verwaltung. Wo gucken wir denn? Ach, ist keiner da. Okay, gucken wir mal. Haben wir denn hier erstmal alles anklickern? Was ist das? Wollen wir gleich mal gucken. Was sagt denn hier das Inventar? Das ist ein Klingmanns Quittung. Mal gucken. Ne, hier so. Quittung nennen die das. Das ist ein Jagdschein. Ach hier, was ist das denn hier? Guck mal da. Hier unten sieht es so aus, als wäre da. Auf der Rückseite hat sie etwas durchgeschrieben. Aber ich kann es nicht entziffern. Das sieht aus, als wäre das Spiegelschrift, ne? Wenn ich das von Spiegel irgendwo halten kann. Auf der Rückseite hat sie. Na gut. Mal gucken. Was haben wir denn hier? Klingelns Büro. Ein Walkie-Talkie. Ach, guck an. Hat Thomas nicht auch so ein Ding gehabt? Dann müsste ich, glaube ich, die Kassette darauf. Oder damit kombinieren, dass ich ihm durchsage, dass ich die Wölfe sehen darf oder so, ne?
Thomas? Thomas? Ja, Thomas hier? Herr Dr. Klingmann ist da. Zeigen Sie Mr. Knight unsere Wölfe. Ja, Herr, okay, Herr Doktor. Scheint ja zu funktionieren. Guck an. Mr. Knight? Ich war gerade schon auf dem Sprung. Oh, ich verstehe. Vielleicht ein andermal. Vielleicht. Viel Glück bei Ihrer Arbeit, Mr. Knight. Nach Ihnen. Der wundert sich auch gar nicht, dass ich mal so eben in seinem Büro stehe, da mit dem Gabriel. Na gut, dann soll es so sein. Ah, hallo, Mr. Knight. Ich bin angewiesen worden, Ihnen einen Wolf zu zeigen. Wirklich? Das wäre toll. Bleiben Sie ganz ruhig und bewegen Sie sich langsam. Die Menge nämlich keine fremden Leid. So, gucken, irgendwie, vielleicht komme ich an ein paar Haare ran, dass man das mit der anderen Probe vergleichen kann. Oder so. Das ist ein Spezialtrick, mit dem locke ich's her. Das mengst ganz gern. Aha. Was sind das? Smarties? Margret? Krets? Komm her. Komm her, Mädel. Margret, schau mal, was ich da hab. Der Fix, kommst jetzt! Das klappt ja wunderbar. Hey Mädchen. Gutes Mädchen. Ha, seltsam. Sie mag sie. Ich wirke auf Frauen. Ist deine Wolfs... Hä? Sie trägt eine Marke. Alle Zuwölfe tragen eine. Okay, eine Wolfsmarke. Wie kriege ich denn jetzt Haare? Einfach hier draufklicken? Lass uns das. Hören's damit auf! Sofort! Aha, da habe ich welche, oder? Entschuldigung. Das ist ja ganz unauffällig. Ui, das ist aber nicht nett. Das sieht aus wie in so einem Slapstick-Film, so mit dick und doof. Das hätten Sie nicht da dürfen, Mr. Knight. Sie sah so zahm aus. Wie ein Hund. Ein Wolf ist kein Hund, Mr. Knight. Entschuldigung, wirklich. Ja, schon gut. Ist ja nichts passiert. Seid jetzt fertig? Ja, danke. Ich werde bei Klingmann ein gutes Wort für Sie einlegen. Wunderbar. So. Genau, ich glaube, für diesmal sind wir dann fertig. Da haben wir Haarprobe aus dem Zoo und die Haarprobe vom Hof. Hervorragend. Dann machen wir uns natürlich auf den Weg zum Hof und werden da wieder aufhören, wo wir heute auch angefangen haben. Auf dem Huberhof. Und da geht es ja nächstes Mal weiter. Da wollen wir mal gucken, was das so mit dem Jagdschein auf sich hat und solche Geschichten. Müssen wir sehen, ob wir das alles irgendwie so ein bisschen rausfinden. Werden wir mal gucken. Bin sehr gespannt. Ja, ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zugucken. Und was das Ganze so mit den Wölfen auf sich hat und wie hier die Mysterien, die da doch sich hinter Verstecken zu lösen sind und wie es weitergeht, das sehen wir dann bei Folge 3. Also, bis bald und bis dahin alles Gute und tschüss.